Wenn du auch Probleme hast mit Rasierpickelchen nach der Intimrasur, dann pass jetzt ganz genau auf. In dem heutigen Video erkläre ich dir nämlich, wie du diese kleinen, miesen, fiesen, ekligen Dinger bestmöglich vermeiden kannst. Leute, ich persönlich habe super empfindliche Haut und egal, ob ich mich im Gesicht nass rasiere oder da unten rum nass rasiere, ich habe wirklich super viel Probleme mit Rasierpickelchen. Und in den letzten Jahren habe ich wirklich super viel ausprobiert, verschiedenste Produkte, verschiedenste Rasierer und im heutigen Video will ich euch einfach mal meine Tipps mit auf den Weg geben, damit ihr die Rasierpickelchen bestmöglich vermeiden könnt. Kurz nochmal als Background-Info, was sind denn eigentlich Rasierpickelchen? Rasierpickelchen sind Entzündungen, die in Form von Bakterien ausgelöst werden. Wenn man sich nämlich mit dem Rasierer über die Haut rasiert, ja, dann entstehen so kleine Hautverletzungen und dann haben die Bakterien es natürlich leicht, unter die Haut zu gelangen und einen Pickel zu verursachen. Und man kennt es natürlich auch, die klassischen eingewachsenen Haare, die verursachen natürlich auch solche Rasierpickelchen. Um Rasierpickel zu vermeiden, solltet ihr euch als allererstes mal richtig waschen. Dazu könnt ihr am besten in eine heiße Dusche springen, damit eure Haut sich erstmal schön aufweicht, eure Poren sich öffnen und eure Haare, die ihr wegrasieren wollt, ja, dass die erstmal richtig schön weich werden. Und nutzt dazu am besten eine antibakterielle Seife, damit die halt die entzündungsfördernden Bakterien von eurer Haut entfernt und die Chance minimiert wird, dass ihr Rasierpickelchen bekommt. Wenn du auch so empfindliche Haut hast wie ich, dann kann ich dir nur empfehlen, einen guten Rasierer mit einer neuen Klinge zu verwenden. Und damit meine ich nicht einen guten Einwegrasierer, also einen guten neuen Einwegrasierer, die Teile kannst du nämlich direkt in die Tonne kloppen, sondern ich meine wirklich einen guten Rasierer mit schönen, weichen Gelkissen. Für meine Haut funktionieren am besten diese Frauenrasierer, ja, die sind echt top, kann ich nur sagen, und dadurch konnte ich echt die Rasierpickelchen richtig gut vermeiden. Die haben wirklich so schöne, dicke Gelkissen, kannst du auch mal mit dem Finger drüber gehen und die gleiten wirklich perfekt über die Haut und sind einfach wesentlich angenehmer für die Haut als diese normalen Männerrasierer. Wenn du das Risiko von Rasierpickelchen wirklich so gut es geht minimieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auch vor der Rasur noch einen Rasierschaum oder ein Rasiergel aufzutragen. Wenn du diese Frauenrasierer verwendest, die du gerade gesehen hast, dann ist es nicht zwangsweise notwendig, weil diese Gelkissen wirklich super angenehm zu deiner Haut sind. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich dir zudem auch noch einen Rasierschaum oder ein Rasiergel aufzutragen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 4, mit der Wuchsrichtung rasieren. Warum ist das wichtig, dass du mit der Wuchsrichtung rasierst? Ganz klar. Wenn du nämlich gegen die Wuchsrichtung rasierst, dann ist der Widerstand zwischen dem Haar und dem Rasierer einfach viel größer, als wenn du mit der Wuchsrichtung rasierst. Wenn du echt extrem empfindliche Haut hast wie ich, dann kann ich dir das nur empfehlen, mit der Wuchsrichtung zu rasieren. Das ist zwar manchmal ein bisschen schwieriger, ja, also weil du halt die Haare nicht so optimal wegkriegst, als wenn du gegen die Wuchsrichtung rasierst, aber um diese blöden Pickelchen zu vermeiden, ist das wirklich echt wichtig. Wenn du mit deiner Rasur fertig bist, dann solltest du auf jeden Fall dich noch vorher, bevor du aus der Dusche aussteigst, dich schön kalt abduschen. Das ist ganz wichtig. Dein Kollege da unten, der rollt sich dann wie eine Schnecke in sein Schneckenhaus ein und wird dann viel kleiner, ja, das wissen wir alle, aber das ist wirklich enorm wichtig. Warum? Denn du warst ja erst in einer heißen Dusche, also deine Haut hat sich ja geöffnet, die Poren haben sich geöffnet und wenn du dich dann kalt wieder abduscht, dann zieht die Haut sich wieder zusammen, deine Poren schließen sich und dann verringerst du die Gefahr, dass du Rasierpickelchen bekommst und dass die Bakterien halt unter deine Haut gelangen und diese Pickelchen auslösen. Wenn du aus der Dusche rauskommst, dann solltest du beim Abtrocknen zwei Dinge beachten. Erstens, auf jeden Fall ein frisches Handtuch verwenden, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und weißt, dass keine Bakterien irgendwie auf dem Handtuch oder kein Dreck auf dem Handtuch drauf ist. Zweitens solltest du dich nicht abtrocknen, also dich nicht ganz normal abtrocknen, wie du es normalerweise machst, sondern gerade den Bereich da unten, wo du dich gerade frisch rasiert hast, einfach vorsichtig abtupfen, denn wenn du dich vorsichtig abtupfst, dann wird die Haut nicht so schnell irritiert und dann bekommst du auch nicht so schnell Rasierpickelchen. Falls dein Handtuch doch voller roter Flecken ist, ja, und du überall blutest, dann hast du definitiv was Falsches gemacht. Dann kannst du auf jeden Fall mal das Video hier oben abchecken. Dort erkläre ich nämlich ganz genau, wie du deinen Vorgarten da unten Step by Step richtig stutzt. So Leute, wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt nämlich noch ein ganz wichtiger Part, denn wir müssen nach der Rasur unsere Haut ja irgendwie pflegen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, womit pflege ich denn jetzt meine Haut? Ja, soll ich eine Creme nehmen? Wenn ja, was für eine Creme? Ich habe in den letzten Jahren da wirklich ein bisschen herumexperimentiert, verschiedenste Produkte ausprobiert und ich kann für mich aus meiner Perspektive sagen, dass mir zwei Dinge richtig gut geholfen haben. Das ist zum einen Babypuder und zum anderen eine Bodylotion. Mittlerweile ist es aber so, dass ich von Babypuder umgestiegen bin zu der Bodylotion, weil das für meine Haut noch ein Ideechen besser funktioniert. Aber auch Babypuder hat gut funktioniert, also nach der Rasur einfach ein bisschen Babypuder auftragen, that's it. Oder halt wirklich eine Bodylotion, die für deinen Hauttyp wirklich gut funktioniert. Da müsst du einfach ein bisschen herumexperimentieren, aber das sind diese beiden Produkte, die mir persönlich
am besten geholfen haben, um Rasierpickelchen zu vermeiden. Ein Kollege von mir, mit dem ich auch über das Thema gesprochen habe, der hat gesagt, dass er auf Kokosöl nach der Intimrasur schwört. Habe ich bis dato noch nicht ausprobiert, aber falls Babypuder oder falls eine Bodylotion bei dir nicht funktioniert, dann check einfach mal Kokosöl aus. Mal gucken, vielleicht hilft es ja bei dir. Ich meine, jede Haut ist natürlich anders, probiert da am besten ein bisschen aus. Aber denk dran, dass ihr auf jeden Fall nach der Rasur ein nicht alkoholisches Pflegeprodukt einfach auf eure Haut auftragt, um eure Haut einfach zu schützen. Weitere Videos zum Thema Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Intimrasur und drücke euch die Daumen, dass ihr diese miesen kleinen Pickelchen da unten nicht bekommt.